Nice, Freunde. Schaut sie euch an, die Shotgun. Wie gesagt, wenn ihr die habt, seid ihr automatisch Gott. Hey liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal wieder eine kleine Runde Fortnite für euch und wir sind hier im Vulkan in der neuen Season, Season Nummer 9, angelangt. Ich habe diese Season, natürlich, wer hätte gedacht, noch absolut gar nichts gespielt. So, sehr schön, immerhin mal eine ganz gute Waffe für den Anfang. Ja, ein bisschen Shield ist doch auch immer nicht schlecht. Ja Leute, wie gesagt, Fortnite Season Nummer 9 am Start. Ich habe absolut noch nichts gespielt. Bin hier gerade auch erstmal die Map am Erkunden und... So, nehme ich die AK. Oh, Alter, das ist immer diese scheiß Frage. AK oder die andere Waffe, aber egal. So, schauen wir mal, was es denn hier Tolles gibt. Irgendwo hier ist auch noch jemand gelandet, hatte ich gesehen. So, hier noch ein bisschen Munition, sehr schön. Die Map sieht auf jeden Fall krass aus. So extrem viel hat sich nicht verändert. Bruder. Bruder, was ist das? Bruder, übertreib mal nicht deine Rolle. Okay, ein paar Shots hat er auch kassiert, immerhin. Ich will hier auf den Turm die Dingens noch holen. Uff. Sehr gut, noch ein Schuss. Ach, scheiße, und da ist er abgehauen. Holy fuck. Wo auch immer er jetzt rumgeistert. Hi, Bruder. Nice, sehr schön. Da ist der erste Kill da. Auch wenn es ein bisschen lange gedauert hat, sagen wir es mal so. Hier, ich will die grüne haben. Sehr schön. Und dann die einmal hier hin. Ja, die brauchen wir nicht. Ein Shield, das können wir uns direkt reinhauen. Nice one, okay. Da hat er wohl ein bisschen falsch gedacht. So viel hat er uns nämlich gar nicht gezogen. Okay, und hier innen noch ein Revolver brauchen wir auch nicht. Ein bisschen Munition nehmen wir mit. Leute, ein Kill in der neuen Fortnite-Season ist da. Sehr schön, Leute. Lasst auf jeden Fall dafür unbedingt einen Daumen nach oben da. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass wir irgendwo noch ein bisschen Heilung finden. Das wäre ganz gut. Wir fliegen am besten einfach mal hier rüber, würde ich sagen. So hoch muss es gar nicht gehen. Sehr schön. Da liegen doch ein paar Bandagen. So gefällt mir das. Da vorne habe ich gerade noch ein Shield gesehen gehabt. Hallo? Einmal einpacken. Ja, sehr schön. Einmal noch ein Mini. Hau ich mir schnell rein. Sehr schön. Und hier oben beim Hubschrauber, seht ihr, da habe ich doch noch was ganz Leckeres entdeckt. Sehr schön. Snacken wir das einmal noch ganz schnell rein. Und dann schaue ich einmal noch hier drüben rein. Da war nämlich noch niemand. Und dann kann ich in dem Haus auch meine Bandagen nehmen. Leute, sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Equipment läuft auch. Wenn ich das Shield mir reingehauen habe, sind wir auch fast voll. Außer wir finden jetzt natürlich irgendwie mit Glück ein Medpack oder irgendwas in die Richtung. Aber wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Und nein, egal. So, haue ich mir einmal ganz kurz die Bandagen rein. Alright, sehr schön. Jump Pad einmal mitnehmen, ganz wichtig. Oh, was gibt's hier noch Schönes? Oh, ne goldene Shotgun. Das ist die neue, ne? Die kenne ich natürlich auch noch nicht, also habe ich noch nie mitgespielt. Aber egal, schauen wir einfach mal. Wir haben ja noch Zeit, wir sind ja wie gesagt schön. Ja, okay, hätte ich den mal nur früher gesehen, wäre alles besser gewesen. Aber ich will mir den jetzt eigentlich nicht reinsnacken, ne? Das wäre ein bisschen dumm eigentlich. Lol. What the fuck? Noch ein Slurf. Holy fuck, okay. Läuft bei uns, Leute. Lol. Und noch ein Chuck-Chuck. What the heck is going on? Also, jetzt haben wir ja echt genug Heilung. Also, ich meine, klar, ich wollte gerade sagen, ich werde es brauchen, aber nein, weil ich bin halt eh einfach immer sofort down. Also, hätte man sich auch sparen können. Aber ich meine, gut, warte, jetzt habe ich genug Slurfs und Chuck-Chucks. Ich nehme jetzt mal einen, dann bin ich wenigstens auf 200. Ihr wisst sicher, er ist sicher bei mir. Und dann farme ich mal hier noch ganz kurz ein bisschen Materials. Es leben auch nur noch 29 Spieler. Holy fuck, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen geschafft zu looten und einen Typ zu killen. What the heck, man? Oh, oh, da ist jemand. Holy fuck, man. Die neue Shotgun ist ja ultra krass. Woohoo! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hab halt einfach mal kaum Leben verloren. Holy. Fuck, Leute. Den habe ich zerstört, Leute. Lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Holy fuck. Ist halt eigentlich nicht so geil, hier unten im Krater zu sein, weil da kann halt von ringsrum Leute kommen, wobei halt von da oben wahrscheinlich eher
weniger Leute kommen, hoffe ich zumindest mal. Okay, Leute, 21 Spiele und die nächste Zone. Perfekt, ich bin aber immer noch drin. Dann snack ich mir hier echt mal das Ding und schau mal kurz, was hier so abgeht, hier oben. Weil hier ist irgendwo dann auch gleich ein Drop hier unten. Den könnten wir uns vielleicht gönnen. Wer weiß, wo die ganzen anderen Spiele rumlungern. Aber mit der neuen Shotgun, Leute, mit der im Gepäck, auch noch in Gold. Oh, da sind Leute. Oh, oh, oh. Da müssen wir ganz kurz aufpassen. Den neuen Shotgun im Gepäck, auch noch in Gold. Ich glaube, da können wir nur gewinnen, oder? Auf wen, auf welchen Spieler schaut er? Oh, da oben. Neunziger Hit. Weg dich nicht so viel, Mate. Weg dich bitte mal nicht so viel. Auch 90er Hit. Gut, der hat nicht gesehen, von wo wir kommen. Beide 90er Hit, aber bringt uns halt leider nicht so mega viel. Keine Ahnung, ob er uns hier oben drauf gesehen hat. Puh, knappe Sache. Ich glaube, er hat uns gesehen, Leute. Da verpissen wir uns mal ganz kurz. Liegt hier noch irgendwas Tolles dabei? Nee, ne? Schade. Wo ist jetzt der andere Spieler von da unten? Really? Von wo? Nein. Hinter uns, ja. Dankeschön, Bruder. Hier geht ganz schön die Party ab im Vulkankrater. Aber naja, Leute, was soll ich sagen? So schnell kann es auf jeden Fall vorbei sein, ne? So. Okay, natürlich jede Waffe runtergefallen. Perfekt, so stelle ich mir das vor. War natürlich eben richtig geil. Einmal ganz kurz nach in die falsche Richtung geschaut. War einer hinter mir und zack, war's Leben vorbei. Ich bräuchte mal hier noch eine bisschen bessere Waffe. Das wäre echt korrekt, Freunde. Vielleicht so eine Shotgun, noch so für nähere Distance. Wäre irgendwie cool, Bruder. Er sitzt da hinten und tanzt. Oh nein! Lol, das war aus Versehen, dass ich die geworfen habe. Oh, er hat die gute Shotgun. Leute, er hat die gute Shotgun. Er hat die gute Shotgun. Hier ist irgendwo eine. Hier ist irgendwo eine. Da ist eine. Nein! Ich hatte doch die gute Shotgun, Freunde. Nein! Die Shotgun, die mein Leben revolutioniert hat. Nein. Okay, Freunde, willkommen zur dritten Runde. Ihr kennt es ja. Neue Runde, neues Glück ist die Devise. Und sehr schön, erstmal keine Kiste am Start. Ist die hier drin, die Kiste? Ja, nice. Sehr schön. Wir sind immer noch auf der Suche nach der revolutionären Shotgun. Warum funktioniert das so oft nicht, wenn ich E drücke? Warum dauert es dann teilweise ewig, bis irgendwie das Item mal aufgenommen wird? Wirklich noch irgendwas Sinnvolles? Nein, nein. Wow, toll. Klasse, Leute. Sehr gut. Auf jeden Fall, wir sind auf der Suche nach der revolutionären Shotgun, Leute. Ich habe jetzt noch einige Runden gespielt und ich wurde immer von der neuen revolutionären Shotgun getötet. Das kann einfach nicht sein. Leute, sie ist da. Die Hallo, was mit meiner Maus? Hallo, was mit... Ah, danke schön. Die neue revolutionäre Shotgun ist da, aber sie ist noch nicht in Gold, Leute. Wir brauchen sie auf jeden Fall in Gold. Diese Shotgun, Leute, wirklich revolutioniert euer Leben. Ihr glaubt es einem wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich so. Wenn ihr diese Shotgun habt, habt ihr die Runde schon fast gewonnen, kann ich sagen. Diese Shotgun, Leute, wow. Ich laber teilweise echt viel Müll. Und ich bin mitten in der Zone. Hey, sehr schön. Wir haben heute echt ziemlich Luck mit der Zone. Oh, was hören wir denn da, Freunde? Ist da etwa jemand am Schießen? Kann das sein? Müssen wir den wohl töten? Zusammen mit der neuen revolutionären Shotgun. Oh, da oben. Da oben. Jemand am Start? Hat er uns gesehen? Ich hoffe mal nicht, weil dann können wir ihn zusammen mit der revolutionären Shotgun überraschen. Schleichen uns hier mal von hinten an. Oh, und? Er hat auch... Nein, er hat die nicht. Nice, Freunde. Schaut sie euch an, die Shotgun. Wie gesagt, wenn ihr die habt, seid ihr automatisch Gott. Oh, oh. Oh, Hilfe, Leute. Hilfe, 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 Hilfe. Muss ein bisschen nach hinten. Muss mich ein wenig zurückziehen. Ich brauche sein Loot, Leute. Ich hätte so gern sein Loot. Wo ist der andere Dude? Ich muss in den Nahkampf gehen mit der neuen revolutionären Shotgun. Frage ist immer noch, warum zeigt er sich nicht? Hat er Angst oder was ist los bei ihm? Wo ist er? Ist er abgehauen? Hier ist er auf jeden Fall nicht mehr, kann es sein? Hm, wo ist er hin? Er hat sich noch nicht mal den Loot da vorne gegrabt. Hat sich hier hochgebaut? Ah, er hat sich hochgebaut anscheinend zu dem Ding und ist abgezogen. Okay, dann kann ich mir immerhin nochmal ganz kurz in Ruhe den Loot grabben. Hat nämlich die ein oder andere ganz geile Waffe gehabt hier. Zack. Sehr schön. Die Double Pistols können wir noch hier. Wobei macht es Sinn. Ja, machen wir einfach mal. Und ja, okay. Passt, passt, Leute. Sehr schön. Da haben wir doch schon mal eigentlich echt geiles Equipment und vor allem, wir haben die revolutionäre Shotgun. Zwar noch nicht in Gold, aber sie hat uns schon mal einen sehr, sehr nicen Kill
auf jeden Fall verschafft, würde ich mal behaupten. Wir müssen auch mit diesem Windkanal hier noch gar nicht weiter eigentlich. Wir sind hier ja an der guten Position. Der Wagen kam auch von hier oben geflogen. Von daher, die meisten Leute sind hier oben ausgestiegen und müssen sich dann nach unten bewegen, sage ich mal. So, finden wir hier noch irgend... Wow. Ja, okay, Shotgun-Muni. Immerhin, Shotgun-Muni ist wichtig, aber sonst bringt es uns absolut gar nichts. Wobei, wir könnten noch ein bisschen Stein farmen. Das wäre echt gut eigentlich. Okay, und in der nächsten Zone haben wir auch verdammt Glück. Die ist nämlich genau neben uns. Beziehungsweise genau nebenan. Was auch immer da oben so leuchtet. Ich schau mal ganz kurz, war irgendeiner hier in der Scheune drin? Ich glaube nämlich nicht, ne? Vielleicht finden wir hier noch was Tolles. Haben wir nämlich noch eine Kiste zum Beispiel. Ja, okay, war jetzt nicht so sehr sinnvoll, aber schauen wir mal noch. So, hier oben. Und, wobei, doch hier. Ein Jagdgewehr ist doch echt was Gutes. Noch ein paar Minis können wir auch immer gebrauchen. Ja, war nicht schlecht, Leute. Oh, da gleitet einer mit dem Windkanal. Okay, bye bye, mein Freund. Können wir, ja, nee, das macht keinen Sinn. Oh, da fliegt einer. Oh, oh. Leute, da vorne habt ihr jemanden gesehen. Wir statten die revolutionäre Shotgun aus. Okay, er hat uns absolut nicht gesehen, aber das war echt dumm von mir. Fuck it. Das war so dumm von mir. Ja, perfekt. Und ich krieg auch noch von hinten irgendwo Hits. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, Headshot. What the heck? Nee, Leute, was soll ich sagen? Wir hätten lieber mit der revolutionären Shotgun auf Closed Distance spielen sollen. Aber fürs nächste Mal wissen wir Bescheid, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.